Hallo zusammen. Heute wollen wir uns die Dörfer Minerbe und Lacoste anschauen. Und ihr kommt wieder mit. Wir starten wieder am Wohnmobilplatz Gou, wo wir trotz der nahen Hauptstraße eine ruhige Nacht verbracht haben. Gleich neben dem Radweg nach Abt liegt ein etwa 5000 Jahre alter Grabhügel. Er wurde 1995 durch Zufall nach einem Hochwasser des Flusses Calavo entdeckt und dann ausgegraben. Hier waren etwa 50 Menschen aller Altersgruppen begraben. Da oben liegt Minerbe, das wir uns zuerst anschauen wollen. Minerbe trägt auch das Prädikat der schönsten Dörfer Frankreichs. Auch hier gibt es am Ortsrand einen größeren Parkplatz. Das Dorf machte einen einladenden Eindruck. Und auch hier geht es natürlich wieder steil bergauf.
sind jetzt wieder in einem der schönsten Dörfer Frankreichs. Dieses Mal Ménerbe. Das liegt ungefähr 10 Kilometer westlich von Apt. Am höchsten Punkt befindet sich die Zitadelle. Sie scheint in Privatbesitz zu sein. Und in diesem netten Türmchen befand sich einst das Gefängnis. Wir radeln weiter zu dem Dorf Lacoste. In Lacoste empfangen uns enge Gassen. Und natürlich geht es wieder steil hinauf. Das ist mit unseren Fahrrädern ganz schön mühsam. Wir sind ein paar Kilometer weitergefahren und sind jetzt in dem Dorf Lacoste. Das hat nicht das Prädikat, eines der schönsten Dörfer Frankreichs zu sein. Ich finde es aber trotzdem schön.
Oben werden wir aber mit einem schönen Blick ins Lübero belohnt. Wir fahren wieder hinunter ins Dorf. Das hätten wir auch einfacher haben können. Die Gassen hier sind steil und eng und sehr grob gepflastert. Aber irgendwie gefällt mir Lacoste. So romantisch uns diese Dörfer hier auch erscheinen, sie wurden sicher nicht wegen der schönen Aussicht oben auf den Hügeln gebaut. Wenn man in die Geschichtsbücher schaut, hatte das eher strategische Gründe. Ich bin jedenfalls froh, nicht in der Zeit zu leben, als sich die Menschen hier verschanzen mussten. Wir genießen die schöne Abfahrt zurück zu unserem Wohnmobil. Morgen geht es weiter nach Abt. Wir sind gespannt, was uns da erwartet. Bis dahin, à bientôt, Renate und Bruno.